So, woraus machen wir denn jetzt das Dach? Kirschholz? Nein. Okay. Eiche? So hell. Spruce ist zu dunkel. Bloß wird es nicht dunkel. Okay. Da ist Dark Oak dunkler. Okay. Ganz normale Stairs. Oh, wir haben Besuch. Wo? Ich sehe Pillager die Straße Ja, und ich sehe diesen Händler sich hier hin und her bewegen. Ja, das ist normal. Den hast du leer gekauft? Nein. Kater, aua. Aua. Lass meine Schulter heile. Opa? Was? Kopper? Du meinst so als Farbe fürs Dach? Hm. Könnten wir auch tatsächlich. So oxidiertes Kopper? Ja. Und dann die Akzente halt mit Spruce Wood. Ein bisschen. Oh, ich weiß nicht, ob das nach was aussieht. Also an den Stellen, wo die Balken sind halt, ne? Ansonsten können wir auch mit verschiedenen Oxidationsstufen vom Kopper arbeiten. Okay. Ich gehe mal gucken, ob ich welche da habe. Ansonsten muss ich welche platzieren und wir müssen warten. Wie lange dauert Alter, das hat der bei mir wieder Kupfer? die Finger aufgerissen. Das dauert tatsächlich leider eine Weile. Okay. Kupferdächer sehen zwar cool aus, können aber echt aufwendig sein. Da habe ich Block of Copper. Habe ich auch irgendwo Copper Stairs? Und wenn ja, wo? Also ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich die langen Flügel mit Spruce mache und in der Mitte dann aus Kupfer. Ich weiß halt nicht, ob Daily Holz und Kupfer in Kombination tatsächlich nach was aussieht. ausprobieren. Und wenn, dann hätte ich dafür eventuell tatsächlich eher Dark Oak genommen. Ja, ich weiß, das ist dunkel, aber ich glaube, alles andere sieht nicht aus. Du kannst ja jetzt gleich mal hier gucken, auch mit dem anderen Texture Pack hast es ja jetzt. Ich habe da jetzt gerade mal einfach vier Kupferblöcke hingestellt. Können da jetzt vor sich hin oxidieren. Okay. Und wir machen in der Zeit irgendwas anderes. Okay. Ich habe leider gerade keine oxidierten. Ich brauche Spruce Wood Slabs. Oh, ich weiß, wo ich welche herbekommen könnte. Oh. Ich bin gleich wieder da. Okay.
Ich brauche mehr Spruce Wood. Kasumi? Ja. Ich brauche eine Axt. Ich habe eine Axt. Das ist gut. Komm mal runter. Ich komme runter. Jung. Ich würde fast sagen, das dritte könnte cool aussehen in der Mitte von dem Gebäude. Ja. Das wird die Hölle. Warum? Weil das lange dauert. Lange dauert plus einmal wieder entkupfern. Entweder das oder wir setzen uns mit Bienenwachs daneben und warten. Aber ich würde tatsächlich empfehlen, dass wir es tatsächlich einfach einmal komplett durchoxidieren lassen und dann mit einer Axt und mit Bienenwachs hingehen und das Ganze quasi einmal abschaben und dann versiegeln. Okay, ich brauche mehr Spruce Wood, ich habe nichts mehr. Wir sind out of Spruce Wood. Das Einzige, was wir jetzt überlegen sollten, je mehr Kupfer auf einem Haufen zusammen ist, desto langsamer oxidiert das Zeug. Ja. Das oxidiert besser, wenn du es quasi wirklich mit... Ich wusste das mal. Ich glaube, du brauchst 5 Blöcke Abstand dazwischen oder sowas. Wenn du das quasi wirklich in so einem Quadratmuster einfach irgendwo auf einer großen Fläche ausbreitest und da dann quasi oxidieren lässt und wenn es oxidiert ist, abbaust und dann dahin bringst, wo du es tatsächlich haben willst. Ich will zwar nicht sagen, dass wir hier eine große Fläche haben, aber wir haben hier eine große Fläche. Nicht so groß für ein ganzes Dach, das braucht ewig. Ich meine von da hinten nach links weiter. Okay. Ja, wäre halt die Frage, willst du es direkt ins Dach verbauen und dann halt einfach im Dach vor sich hin oxidieren lassen? Das dauert dann halt länger. Ehrlich gesagt. Oder willst du es auf einer Fläche ausbreiten und dafür ist es halt mehr Aufwand? Das heißt, diese Stufen, die oxidieren von alleine bis ganz durch und wenn man es mit Bienenwachs abschabt, bleibt es dann so. Nee, du musst es erst mit einer Axt abschaben. Ja. Achtung. Ja. Du musst es mit einer Axt abschaben. Ja. Und dann mit Bienenwachs versiegeln. Okay. Also mit Bienenwachs kannst du jede Oxidationsstufe versiegeln, auch die letzte. Ja. Wenn das Zeug nicht mit Bienenwachs gemacht ist, dann kannst du es halt zum einen mit der Axt eben, ich sag mal, zurückoxidieren. Und wenn ein Blitz in das Dach einschlägt, dann rückoxidiert das die ganzen Sachen auch, wenn kein Bienenwachs drauf ist.
Also ich glaube wirklich, die Farbe hier sieht am besten da oben aus. Okay. Das hier ist, denke ich mal, ein bisschen too much. Das ist dann für wieder zu viel Kirche und Renaissance, ne? Ja. Ja. Das hier sieht halt so ein bisschen was aus wie ein Messingdach, was schon eine Weile draußen ist. Ja. Oder halt so ein altes Bleidach. Könnte auch von der Farbe her ziemlich nah dran sein. Okay, das heißt, ich darf jetzt mein ganzes Kupfer hierher schleppen? Und Spooswood. Die habe ich, by the way, entführt, die muss ich zurückbringen. Okay. Die habe ich aus einem Dach aus der Stadt geklaut. Okay. Ein Dach, das ich selbst gebaut habe, wohlgemerkt, bevor jetzt irgendjemand meckert. Okay. Das heißt, sie dürfen dort jetzt wieder vor sich hin oxidieren. Genau. Ich bringe die jetzt eben zurück, baue die wieder ein. Au. Nur das war jetzt gerade das Einfachste, um dir alle Stufen einmal zu zeigen. Ja. Beziehungsweise ging jetzt halt sehr viel schneller, als zu warten, bis diese vier Kupferblöcke da oxidiert sind. Autsch. Nein, das sieht echt nicht aus. Mit dem Holz? Ja. Also wieder Ohrwürmer von Liedern, die ich nicht singen sollte. Also nicht dieses Holz, sondern das andere Holz. Welches jetzt? Der Holzbalken. I don't know what you mean. Wir hatten uns doch eben über einen Holzbalken unterhalten. Den ich für eine Dachstütze brauche und den wir versetzt haben, weil dort ein Fenster hinkam. Schließen sich diese Kupfertreppen auch an Holztreppen an? Sollte. Okay. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass irgendeine Treppe damit einer nicht verbindet. Okay. Hätte ja sein können. Metall. Warum hast du hier jetzt so viel Holz gemacht? Hm? Warum hast du da jetzt so viel Holz gemacht? Weil ich gesagt hatte, dass ich eventuell diese Dachseite hier mit Holz mache. Genauso wie die andere. Damit das Dach an sich nicht zu schwer wird für die Bautechnik damals. Und in der Mitte, wo es halt stabil ist, machen wir das Kupferdach hin. Hat dir mal jemand gesagt, dass du verrückt bist? Was? Vielleicht. Ich brauch Spoolswood. Ich habe jetzt gerade erstmal das Kupfer angeschleppt. Oh, das ist eine Menge Kupfer. Das ist nicht viel Kupfer. Okay, das ist nicht viel Kupfer. Nicht für ein Dach. Okay. Wo darf ich damit hin? Womit wohin? Mit den ersten Kupferstufen. Ey, guck mal, da hinten die Kupferblöcke, die oxidieren gerade. So lange dauert das dann doch nicht. Das war ja auch nur eine Stufe von vier. Okay. Ich würde sagen, pack sie direkt schon mal in der Mitte drauf. Dann können sie schon an Ort und Stelle oxidieren.
Au. Hier runter, darüber, einmal darüber, einmal darüber, einmal hier rüber. Und hier komme ich hoch. Ich habe schon wieder Ohrwürmer von Liedern, die ich nicht singen sollte. Das hast du eben schon mal gesagt. Der Ohrwurm nervt mich. Warum? Weil er mich nervt. Soll ich die jetzt wieder abbauen, die Stufen? Musst du wissen. Okay. Ich wollte eigentlich hauptsächlich mal gucken, wie es neben dem Holz aussieht, aber das ist halt so gerade schwer zu sagen. Und jetzt habe ich Recipes bekommen. Ja, weil du Kupfer abgebaut hast. Ist okay. Holzlieferung, by the way. Wo ist es? In den Kisten. Kannst du mir etwas hier hochwerfen? Nein. Okay. Hochwerfen widerspricht sich in Minecraft schon mal generell? Ja. Nach hier oben kommen, mir was zu werfen. Ich hab nichts mehr im Inventar. Du hast meine Axt noch. Au. Danke. So, rein theoretisch, wenn ich hier an dieser Stelle mit Treppenstufen mich nach innen arbeite, sollte ich an eine Stelle rankommen, an der Kupfer platziert werden kann fürs Dach. Ich bin viel zu weit gerade. Okay. Ja. Auch das ist gerade nicht gut. Hier sollte noch ein Balken quer kommen, auf dem das Dach ansetzt. Mache ich das jetzt so? Was war jetzt? Ich bin runtergefallen. Okay. Alles gut. Tatsächlich würde ich aber auch vorschlagen, dass wir so langsam zum Ende der Aufnahme kommen. Okay. Na. Das sieht besser aus. Und hier können wir dann etwas von dem Au. Kupfer hinbauen.
Na. Ja, das sieht gut aus.